Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Brickforce. Heute auf der Map Kairan City. Oh Gott. Ja, ich habe ja jetzt eine Zeit lang nichts mehr rausgebracht. Lukas schreibt gerade CB5. Naja, auf jeden Fall, ich habe ja schon länger nichts mehr rausgebracht. Wie ich finde, ich hatte eigentlich vor, was rauszubringen, also ein neues Display zu machen. Aber leider ist an dem Tag, wo ich das vorhatte und auch Zeit hatte, mein Internet ging nicht mehr. Also ich habe, ich wollte ins Internet und dann war keine Internetverbindung. Mein Router konnte sich nicht in unser DSL einwählen. Ja, steht gerade schön Herz, guck. Dann haben wir beim Kundendienst angerufen. Und der meinte dann, ja, es ist eine Störung. Aber eine Störung ist eigentlich nach ein paar Stunden wieder weg. Oder meistens behoben, aber bei uns hat das dann 2 Tage, glaube ich, gedauert. Da musste ich 2 Tage ohne Internet aushalten, konnte nicht zocken, konnte nichts wirklich machen. Naja, und dann dachte ich, so, jetzt habe ich wieder Internet. Jetzt muss ich mal ein Let's Play rausbringen. Also nehme ich das jetzt gerade auf, lade es wahrscheinlich auch gleich hoch, wenn ich nachher Zeit habe. Also nichts weiter am Computer machen möchte. Ich fand eigentlich, ich bin im Snipen relativ gut geworden, seit ich die Snake selten gewonnen habe. Und dann, jetzt durchs länger nicht zocken, naja, geht's, ne? Ihr seht's ja, meine KD ist nicht so gut. Liegt vielleicht auch daran, dass die anderen alle im Nahkampf rankommen. Passt schon. Ich war ja noch nie gut im Snipen, aber es ging jetzt eigentlich. Ich weiß auch nicht, irgendwie gehe ich mit der Sniper immer so dicht ran. Also ich spiele sehr offensiv. Egal, was ich für eine Waffe habe. Das sollte ich irgendwie mal ändern. Dann würde ich auch mal eine bessere KD kriegen. Boah. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Mein Internet ging eine Zeit lang nicht. Ich habe das 50-Abo-Special rausgebracht. Das habe ich dann mit Handy... Also Internet hatte ich schon. Ich habe mit dem Handy einen Hotspot gemacht und dann konnte ich langsam, also sehr langsames Internet nutzen. Und das... Naja, fürs Brickforce-Spielen ging es nicht. Ich bin dann immer kurz reingegangen, habe mir meinen Coin abgeholt. Und ja, das war's auch schon. Ja, toll, da seht ihr es. Ich gehe einfach nur ran und... Weiß nicht. Habe ich noch? Ja. Also mit Internet nur Hotspot vom Handy aus ist nicht schön. Wünsche ich keinem. Wäre diese Störung nur für ein paar Stunden gewesen, dann wäre ja alles in Ordnung. Aber 2 Tage... Hallo? Es gibt auch Leute, die was für die Schule machen müssen. Ich musste nämlich an dem Tag, wo das ausgefallen ist, noch einen Vortrag für die Schule machen. Da sind auch dann die, wir sind in Gruppen eingeteilt und da sind die mit aus meiner Gruppe mit zu mir gekommen. Und ich hatte dann natürlich kein Internet. Was ziemlich problematisch war, dann eben mit dem Handy-Hotspot konnten wir nur ein bisschen auf Wikipedia was raussuchen und nicht wirklich viel machen. Ja, da bin ich wieder dran. Ja, es nervt schon, wenn das so lange ist. Komm mal mit der Pistole. Okay. Nee. Also snipen kann ich echt nicht mehr wirklich. Ich weiß nicht, was da los ist. Also ich fand echt schon, dass ich ziemlich gut quickscopen konnte. Also jetzt nicht hier, wo ist denn einer? Sondern ich konnte wirklich ziemlich gut quickscopen. Ich hatte auch, muss ich zugeben, kurz einen Punkt drauf gemacht, kurze Zeit. Aber ganz ehrlich, Leute, probiert's mal aus. Es macht mehr Spaß dann zu snipen, wenn ihr es von vornherein nicht könnt. Also nicht so wirklich gut. Und
man lernt dann einfach, wo die Mitte ist, also wo ich immer hinscope. Und das verbessert dann ungemein. Ich weiß gar nicht, ob die Stimme jetzt laut genug ist oder so. Ich sitze gerade ziemlich weit weg vom Mikrofon. Ich weiß auch nicht warum. Ich hätte das auch dichter holen können, aber ich lasse es jetzt einfach so. Ja. Dann nochmal danke von mir für 50 Abonnenten. Finde ich echt toll. Es war ja schon immer... Ich hatte mal 49, dann hatte ich auf einmal wieder 47. 48 und das war immer so ein Hin und Her. Aber dann, ja, waren es jetzt am Ende doch noch 50 und ich konnte mein Special hochladen. Da hatte es ja schon hochgeladen, war auch so ein kleiner Fail. Ich hatte auf nicht gelistet gestellt, aber dann können das, ist mir auch gefallen, das können immer noch meine Abonnenten alle sehen. Und ja, das sollte ja eigentlich nicht sein, dann musste ich das erst auf privat und dann noch auf zu einem späteren Zeitpunkt herausgeben und so, und dann hatten das schon 14 Leute gesehen. Naja, ja. Kann man nicht ändern, ist auch jetzt nicht so schlimm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 47 Abonnenten, glaube ich. Und ja, das sind ja schon fast 50, ne? Ja, eine traurige Nachricht, ich weiß bestimmt, oder ich denke mal, ihr habt das schon mitgekriegt, dass der Koffer gepatcht wurde, jetzt nicht mehr so schnell schlägt, jetzt ist wieder die Blume das und die Schaufel das schnellste. Das glaube ich, dass es kein anderes gibt. Also was es so zur Zeit im Shop gibt, ist ja nur die Schaufel am schnellsten dann. Ja. Und ich finde das echt schade. Man hat zwar das Geld wiedergekriegt, aber... Ja, das war schon echt geil, muss man sagen. Warum hat der gewechselt? Ja, toll, schade. Ja, also, ich finde das schade. Ich fand den echt ziemlich OP. Gut, der war ein bisschen doll, ne? Wie 96% oder so. Speed. Das ist heftig, aber ja. Und wahrscheinlich bin ich auch der Letzte, der das jetzt mitgekriegt hat, weil ich ja nicht gezockt habe. Oh, da ist die Runde schon vorbei. So, ja. Das war dann ein, ich weiß nicht, ich glaube sogar relativ kurzes Let's Play. Aber ich wollte euch nur mal sagen, was Sache ist. Ich konnte eben nicht spielen und dann war das auch relativ blöd. Ich wollte eigentlich ein paar mehr Let's Plays in nächster Zeit rausbringen. Ich hatte auch Zeit dafür, nicht so viele Hausaufgaben und alles. Aber naja, dann bringe ich jetzt das raus und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auch nochmal in die Kommentare vielleicht, was gefällt euch denn besser an CW? Wollt ihr das sehen oder wollt ihr Let's Play Together sehen? Wollt ihr nur Einzel-Let's Plays sehen? Commentaries, schreibt es einfach mal in die Kommentare bitte, das wäre echt nett. Danke und bis zum nächsten Mal, ciao!